Willkommen zurück zu Puss! Wie ihr sehen könnt, habe ich einen neuen Skin und das Ding ist, jedes Mal, wenn man auf Random drückt, kriegt man einen richtig, richtig coolen Skin, den man gar nicht hat. Okay, jetzt sehr nicht, aber das hier auch zum Beispiel sind alle einfach richtig cool, die man hier bekommen kann. Creeper, ich hatte vorhin sogar ein Illuminati-Dreieck, also hier einfach gar nichts, das ist auch cool. So, manche von denen haben wir, das ist wie so ein Isaac. Haben wir? Das haben wir. Also ich finde das richtig cool. Achso, man kann es ja auch schon sehen, was man hier bekommen wird, oben rechts. Lass mal sehen. Oh, das ist auch neu. So eine tote Guppy-Katze. Was bist du denn? Leute. Ich weiß nicht, ob man die nach dem Spiel freischaltet, also wenn ich jetzt das letzte Level mache, was wir heute nämlich machen werden, das ist finale Folge. Ich weiß nicht, ob wir dann die restlichen hier, die wir gerade sehen, noch freischalten, aber ich denke mal schon. Ich möchte gerne mit dem Panda spielen. Pandas, falls ihr es nicht wisst, sind meine Lieblingstiere. Und deshalb möchte ich gerne mit dem Panda spielen und wir gehen dann rein ins finale Level. Leider habe ich es jetzt nicht zeigen können, aber ich versuche es jetzt nochmal rauszusuchen, weil es gibt eigentlich ein Illuminati-Dreieck. Man kann auch als eine verglitschte Katze anscheinend spielen. Oder als Kaktuskatze, was auch immer. Oder, wie ich bereits sagte, als Illuminati-Katze. Wollen wir als Illuminati-Katze? Ich will eigentlich jetzt Panda spielen. Komm, Illuminati, let's go! Beitritt. Ja, bin ich der gleichen Meinung. Wahrscheinlich wird es wieder ganz normales Level sein. Wir müssen uns wieder aufarbeiten zum 10. Level, so gesehen. So wie bei allen anderen Welten. Oder? Das sieht sehr interessant aus. Oh. Okay. Wow. Ich habe das Gefühl, das Level ist gewollt, dass das hier als erstes rankommt. Guck auf meine Ohren. Lass mich runter. Was? Okay. Alles klar, Spiel. Alter, ich wurde fast getroffen. Wow, schon wieder. Okay, das ist ziemlich schwer. Wow, was? Was? Okay. 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 Was ist gerade passiert? Hier kann ich stehen. Ach so, zack, 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 zack. Der Sound. Oh mein Gott, nein! Okay, verstehe nicht ganz, was ich hier machen soll. Wer redet da? Kann ich da stehen? Hier kann ich stehen. Wait, was muss ich hier machen? Zack, zack, zack. Ach, noch ganz. Wow, was? Nach ganz drüben? Krank oder so? Wow. Okay. Oh Gott. Vielleicht hätte ich nicht die Random-Katze nehmen sollen. Ändere ich beim nächsten Live. Also zumindest gehe ich mal davon aus, dass ich das alles hier nicht first try schaffen werde. Ich meine, what the fuck passiert hier? Okay. Ich glaube, hier skippe ich gar nichts raus. Schneide ich gar nichts raus, meine ich. Es ist alles so abgefuckt hier. Ich meine, es soll so abgefuckt sein, aber es ist schon ziemlich verstörend. Ja, Level, hallo, magst du vielleicht laden? Sonst muss ich wirklich Sachen rausschneiden. Hier denkst du, ich schneide raus ein Let's Player, hallo? Okay. Was? Ah. Oh, das kennen wir.
Also das Level nicht, aber ich meine solche Art von Leveln kennen wir aus Mobile Game Ads, ne? Oder aus WarioWare, da gab es auch so ein Minigame. Ja, wie auch immer. Moment, das ist doch der Ort vom ersten Boss. Warum sind wir jetzt... egal, mache ich einfach mit. Werden es bestimmt schon herausfinden. Das Gefühl... Irgendwie... ist irgendwas anders, ja. Ja, das ist anders. Ja. Und wie es anders ist. Was muss ich machen? Ausweichen. Und dann? Oh Gott. Okay, die haben das... Der erste Boss-Stage zu einem Level umgewandelt. Alter, wie das shaked. Bisschen mehr Shaking, please. Damit ich noch mehr Verwirrung bekomme hier. Okay. Komm schon, wir haben es fast. Wir können gleich zum Knopf. Vielleicht gehen da die ganzen Mietstatzen weg. Nein. Oh mein Gott, wie viele! Entspannt euch mal! Ich habe euch nichts getan! Komm schon, macht die Battle Arena auf hier. In der Mitte. Hier sind noch ein paar Blöcke, die gemacht werden müssen. Muss ich irgendwo stehen bleiben oder so? Oder warum passiert gerade nichts? Ah, jetzt passiert was. Ach, scheiße. Wo bin ich? Ey, ich bin los von meiner... Ich bin los von der Katze, okay. Alter, der Bildschirm wackelt immer noch. Ist das gewollt? Alter, wackelt immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, vielleicht war es nicht gewollt. Keine Ahnung. Das ist wie Lava hier unten. Verglitschte Lava. Oh, kann man da rein? Ja, kann man. Joing. Ich will den Safe Point erstmal. Kann ich please zum Safe? Nein! Ich hab gesagt, ich wollte zum Safe! Du kleiner Gecko. Die Illuminati-Katze will doch nur zum Safe. Die will doch nur Miau machen. Bram! Okay, hier macht sie nicht Mau. Hier macht sie nur noch 15 Coin Soundeffekt. Das Ding runter? Ja, kommt es. Okay, was muss ich machen? Knopf. Ding. Okay, wir müssen einfach nach ganz oben zur anderen Uhr. Gecheckt. Oh Gott, das könnte kompliziert werden. Ja, ich verstehe. Jetzt den hier machen. Und jetzt beide gleichzeitig in der Mitte antreffen, damit ich rüber kann zur Brücke. Oh, ich stehe schon zu lange, oder? Ich glaube, ich stehe da schon zu lange. Ja. Ich muss den hier nochmal machen. So. Und jetzt hier stehlen. Oh, war das richtig? War das richtig? Komm schon. Yes. Okay, wir kommen gleich zum Endboss, Leute. Ritual der Katzen. Schön. Oh Gott, sie haben mich entdeckt. Was? Ach, wechselt das die ganze Zeit, oder wie? Oh ja, das wechselt die ganze Zeit. Und jetzt? Wo muss ich das lang? Ist eine neue Uhr. Hä? Übrigens, die Herzen von der weiblichen Katze, die geben ein Bonusleben. Also oben links steht ja 15 Leben, dann würde ich 16 kriegen. Ist ganz cool, aber spawn halt viel zu random, dass es nützlich sein kann. Ja, was muss ich machen? Oder kann ich durch diese lilanen Wände durch? Nein. Okay, ich weiß nicht, woran ich jetzt gestorben bin. Das verstehe ich nicht. Ja, muss ich lang? Hä? Ach so, hier stehen bleiben wahrscheinlich, oder? Ja. Aber dann? Ja, was dann? Okay, das ist seltsam. Muss ich dann lang? Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Nee, es geht nicht. Vielleicht erstmal die Uhr und dann nochmal runter. So, dann hier hin. Aha. Okay.
Aha. Okay, interessant. Was macht das auf? Ding! Hm? Wo ist denn da lang? Zurück? Aha. Und jetzt? Ach so, da links geht der Weg. Ach so, da oben links ist ein Weg. Den hätte ich machen müssen. Ach Scheiße. Oder? Ja, ich verstehe es, ich verstehe es. Okay. So, man muss erstmal alles hier aufbekommen. Und dann muss ich jetzt hier runter. Dann ganz schnell. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hier stehen bleiben. So, dann kann ich hier hin. Dann kann ich hier hin. Dann bin ich fertig. Okay. Okay, sehr kompliziert. Ich habe hier sehr viele Leben verloren. Mal gucken, ob das überhaupt noch was wird. Wow. Ah, danke fürs Licht. Oh, ich habe nichts gesagt. Oh, du Arschloch. Oh, mein Gott. Oh, no. Oh, no. What the fuck? Please, no. Nicht so social von dir. Was macht das? Einen leuchtenden Block erscheinen lassen. Der was genau macht? Aha. Ach, dann können die mich hier nicht abschießen. Dann kann ich hier hoch. Ah. Please, please, hör auf, hör auf. Oh oh, böses Geräusch. Böse Vorahnung. Irgendwas wird mich bestimmt verfolgen, oder? Irgendwo so ein Jumpscare gleich. Miau! Okay, jetzt kann ich hier lang. Und hier ist das Ende. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Vorletztes Level. Bitte das letzte normale Level. Will, na gut, was das heißt normal. Erinnert sich hier irgendwas? Das ist viel zu einfach. Ja. Ja, geht das irgendwie mal wieder auf? Ah, aber ich muss durchhuschen ganz schnell. Ja, je weiter ich weg bin, desto schneller geht das wieder auf. Okay. Ja, die Uhr hätte ich jetzt auf der anderen Seite gebrauchen können, ne? Krieg ich die Uhr noch? Ah, das war dumm. Das war richtig dumm. Ich wollte mir die Uhr noch nehmen. Einfach um sicher zu sein, aber hat sich nicht gelohnt. Und jetzt? Ja, jetzt geht das wieder zu, so. Ach so, wenn das untere... Scheiße. Ja, okay. Der Block bewegt sich immer nach oben und nach unten. Man kann es beeinflussen. Hey, 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 entspann dich. So, man muss sich ein bisschen was trauen. So, dann kann ich jetzt hier lang... Nein! Was war jetzt so verdammt schwer dran? Nichts! Ja, ich kann's nicht mehr schaffen. Viel zu wenig Leben. Na komm, zumindest können wir sehen, was der Endboss ist. Wir beschwören ihn. Alter. Ist das eine Ziege? Anscheinend. Bosskampf. Hat nichts gebracht. Okay. Shit. Hier eine Bombe auf ihn zu, oder? Wahrscheinlich muss ich... Hä, was? 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 Ach so, hier sind überall so rote Dinger. Wow, auf die muss ich aufpassen, dass ich die nicht anstups. Okay, gib mir mal das hier. Okay, okay, danke, danke. So. Bam 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 bam. Okay, auf langsam ist es viel, viel entspannter. Viel entspannter. Okay. Nehmen wir die Langsamkeit. Oh, Achievement nimmt dir Zeit. Weiß im Prinzip wahrscheinlich nicht. Reißen Herz, dankeschön. Ach so, ich muss das links kaputt machen. Ach so. Ja komm, jetzt auch von allen Seiten jetzt geschossen wird. Hallo?
Bomben, please. Yes. Zack. Rüber mit den Bomben. Scheiße. Ich habe ein bisschen Damage gemacht. Ja, keine Ahnung, wie ich das ausweichen soll. Ja, hör auf zu wackeln. Ja, wow. Okay, das ist schon ziemlich unfair, dieser Kampf. Ja, der ist sehr, sehr unfair, der Kampf. What the fuck? Ja, hallo, ich sehe vielleicht nichts. Okay, nee, das ist einfach nur scheiße. Tut mir leid, dass ich sage, aber das ist einfach nur scheiße. Schieß nicht von allen Seiten. Ich kann das nicht ausweichen. Cool. Okay, das gefällt mir absolut nicht. Tut mir leid. Okay. Das ist ein Pattern. Bing-bop, bing-bong, bing-bong. So, okay. Du bist jetzt tot? Okay. Eine Seite ist tot. Und ich habe die... Keine Ahnung. So, Herz. Ich habe sie gesaved. I don't know. Zumindest werden bei Bosskämpfen viele Herzen gedroppt. Zumindest jetzt in diesem Bosskampf. Wow. Wow. Okay. Nein, scheiße, falsch rum. Alter, wie assi. Alter. Please no. Okay, wie habe ich das überlebt? Okay, scheiße. Das habe ich verkackt. Okay, der trifft hoffentlich. Nee, hat er nicht. Wow. Ich kann die Bomben auch kaum herumbewegen. Die Physik der Bombe ist so scheiße. Ja, ich bin tot. Tripp. Ja. Also tut mir leid, ne? Aber das ist bisher echt kacke, dieser Bosskampf so. Was passiert überhaupt, wenn ich den jetzt da besiegt habe, den rechts? Aber letztes Leben. Aber ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich konnte nichts sehen. Es wackelt viel zu sehr und da sind 10.000 Bullets, die auf einen zukommen. Kann ich ja voll mich manövern. Boom. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Okay, ich habe neue Charakter bekommen. Okay, das ist neu. Okay, die schieben sich immer so zur Seite. Okay, das verstehe ich. Safe. Hier können wir mich nicht erreichen. Das ist gut zu wissen. Zack, hoch. Okay. Bang, bang. Wo bin ich denn jetzt? Was? Bin ich hängen geblieben? Wie bitte? Wo soll ich hängen geblieben sein? Scheiße. Ah, okay, da habe ich mein Timing nicht gut gemacht. Ich glaube, ich muss einfach durchhuschen, genau dann, wenn hier gar nichts mehr ist. So immer, so komplett durch. Heißt, jetzt. So, ja. Okay, das funktioniert. Pass auf. Nicht sterben ohne Grund, please. Nein! Ach Junge, come the fuck on! Alter! Ist da ein Zahn? Wer lacht da? Bin ich hier? Tot bin ich. Ach so. Okay. Cool. Wow. Okay. Oh, hallo. Darf ich ans... Nein, ich krieg erstmal gebrainwashed. Was? Okay. Interessant. Ich wette mit euch, wenn ich dann gleich am Ende bin, dann wird das wieder zurückswitchen zu irgendwas Heftigem. Ja, dachte ich mir, ich muss mir das merken. Du musst mir den Weg merken.
klar. Okay. Das war eigentlich ziemlich cool, so das Levelprinzip. Hä? Das gleiche zweimal hintereinander? Okay. Ja. Was heißt denn nicht das? So einfach kann es gehen. Ich verstehe nicht, warum ich beim ersten Mal hier alles verbraselt habe. Es ist nicht schwer. Komm, mach einfach den Endboss. Aber keine Ahnung, wie der Endboss funktioniert. Also, die links und rechts die Dinger explodieren lassen, ja und dann? Wie soll ich denn mal im Ausweichen zum Beispiel? Komm, let's go. So, hier sind die Bomben. Die ersten Bomben machen noch gar nichts. Weil ich kann ihn ja nicht schaden. Wahrscheinlich muss ich links, rechts kaputt machen, dann kann ich ihn schaden, oder? Oder muss ich irgendwie 6 Dinger kaputt machen, so wie hier angezeigt, weil ich gibt da 6 Freunde zu retten, keine Ahnung. Kann ich mir so vorstellen. Fuck. Nach links bitte, nach links bitte. Du mal bitte nach links. Ach, dann nicht. Was? Okay, ich habe nichts mehr gesehen. Okay, bitte das Herz. Okay, extra Leben. Schön, schön. Ich mag mein extra Leben. Okay, ich kann nicht mehr bewegen. Cool. Ich habe keine Ahnung. Das hier ist ja theoretisch noch okay, so. Aber wenn es dann die ganze Zeit rumrüttelt während dieser Phase, ist halt echt scheiße. Das hier kann ich absolut nicht ausweichen, da ist mich immer treffen gefühlt. Ja, keine Ahnung, wie man dem ausweichen soll. So, extra Leben, das ist sehr, sehr schön, dass es hier viele gibt. Finde ich sehr fair. Was ich nicht fair finde, ist das komplette Enemy-Spamming. Ja, wenn du auf 20 Sachen achten musst, ist es halt bisschen schwieriger als normal, ne? Jetzt sind beide da. Das ist schön, dass beide da sind. Aber ich muss mich eigentlich lieber auf einen... Okay, keine Ahnung, wo das kommt. Zitrieren. Bomben? Please? Oh, extra Leben. Dankeschön. Ja, so erstmal mich treffen lassen hier. Oh. Oh mein Gott, ich hab mich nicht treffen lassen. Was? Ja, aber ich sehe nichts. Hallo? Dann nicht. Ja. Was soll ich dazu sagen? Okay, einer ist tot, oder? Der eine schubt jetzt da links, oder? Ja, der links ist tot. Oh, hier ist eine Katze. Fuck. Ja, wow. Selbst mit Slowness. Wow, 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 wow. Hör auf zu wackeln. Ich bin eine Katze, ich habe nur 9 Leben. Warum bin ich so winzig? War ich schon immer so winzig? Ja, ich weiß, es ist nur, weil man rausgesucht ist, aber... trotzdem verwirrend. Okay, ja, wow, man muss wirklich 6 Dinger oder so kaputt machen. Als ob 2 nicht schon genug wären, weil dieser Bullet-Hell-Scheiße hier... Nee, das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Was ist das denn für ein Bosskampf? Hier werde ich auch Monate dran sitzen. Okay, das sind andere Geschosse, aber die helfen jetzt auch nicht wirklich. Scheiße, ich habe die Bombe falsch platziert. Please no, please no. Ich sehe mich nicht so richtig. So, okay, gut. Zack. Wen habe ich jetzt gerettet? Okay, meine Freundin und die ist das Einhorn. Hä? Okay, okay, jetzt mal no joke. Wo hat mich das getroffen? Das Bullshit. Okay, da ist noch einer. Fuck! Ja, wow! Jetzt ist es auch möglich, den auszuweichen, so. Was? Was? Ich bin tot. Was soll ich bitte machen? Ich habe keine Chance, das irgendwie noch zu reißen. Ja, nee, was soll das?
Trifft das überhaupt? Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch? Ey, wenn da so eine scheiß schwarze Katze die ganze Zeit im Weg steht, wie soll ich dann irgendwas erreichen oder irgendwas ausweichen? Keine Ahnung. Was ist das denn? Ja, die schwarze Katze verfolgt mich überall hin. Ja, jetzt gibt's nichts zu bombardieren. Ja, cool. Okay, zumindest habe ich die Uhr bekommen, genau jetzt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Wenn die jetzt mal anfangen würden zu schießen, bevor ich es nicht mehr habe. So, geht doch. Oh, jetzt kommt das. Oh nein, das kann ich nicht. Slowness, dann kann ich zumindest ein bisschen was erkennen. Dun, 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 dun. Perfekt. Ja, kommt das. Ach, da oben. Da oben. Okay, wie viele habe ich gerettet? 4, ne? Ach, muss ich nur 5 retten? Nicht noch den Wächter? Nein, was? Was? What the fuck? Ja, ich bin tot. Jetzt bin ich absolut nicht mehr drin. Ne, jetzt bin ich absolut nicht mehr drin. Ich bin tot. Was passiert? What the fuck passiert? Okay. Ich bin wieder zurückgegangen zur ersten Welt, ein paar Leben zu farmen. Weil ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Idee. Und ich habe ein neues Level gefunden. Ein WLAN-Level, keine Ahnung. Ich dachte, ich zeig das mal mit rein. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool, das Level. Ist aber auch sehr einfach, weil es Welt 1 ist. Denn ich bin schon fertig. Okay, das ist geil. Ich habe gerade einfach ein Crossy Road Level gefunden. Fucking Crossy Road. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, okay, was heißt Crossy Road? Crossy Road ist ja so gesehen, Abklatsche von Frogger, also ist eher ein Frogger-Level. Ja, Crossy Road, Frogger, eigentlich sieht beides, weil das Ding ist, es sieht von der Grafik her mehr aus wie Crossy Road, aber ja, ist ja eine Abklatsche von Frogger, von daher, ja gut. Achso, muss ich wieder nach unten? Kann das sein, dass ich wieder nach unten muss? Weil der fehlt dann nach rechts. Und da kann ich den ja machen, genau. Ja. Cool. Ziemlich cool. Ach ja, und was ich auch noch nicht gesagt habe, ist, dass der Delfin einen Bonus-Level immer bringt nach jedem Level, was man spielt. Hier kann man halt auch noch mal ein paar Herzen gewinnen. Ich bin nicht sehr gut in dem Spiel, weil ich gerade zum zweiten Mal spiele. Ja. Das erste Mal war ja dann in der einen Folge. Okay, noch ein neues Level. Ich sehe schon, die Folge wird länger als alle anderen. Letzte Folge nochmal schön eine Stundenfolge draus machen. Ah, okay. Man sieht immer, auf welchen man nicht stehen darf. Aha. Jetzt kann ich hier hoch. Was gibt's hier oben? Ganz viele verglitschte Blöcke. Aha. Wo ist denn überhaupt lang? Wo ist denn überhaupt das Ziel? Ach, da ist das Ziel. Ja, da will ich lang. Kannst du bitte wieder aufmachen? Ja, okay. Nicht so schwer. Neues Level. Wirkt aber auf den ersten Blick gar nicht mal so schwer. Entspann dich, entspann dich. Ja, ist es auch nicht. Okay. Seltsam. Ist das neu? Falls ja, dann schneide ich es raus. Wenn nein, dann lasse ich es drin, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Oh. Okay, das ist neu. Hauptsächlich welche stuck an der Wand. Okay. Stop. Muss ich überhaupt lang? Bin ich überhaupt falsch? Bin ich richtig? Schisch. Weiß ich nicht. Herz. Nice. Was ist gerade passiert? Okay, die Wege haben sich geändert. Kann ich denn überhaupt lang? Ich muss hier runter, oder? Ich glaube, ich muss hier unten lang. So, was ist jetzt geändert? What? What? Wo soll ich lang? Hier lang? Nee. Wie bitte? Wo muss ich lang?
gibt's doch auch nichts. Zurück zum Anfang? Nee, das macht doch keinen Sinn. Muss ich zurück zum Anfang? Wo muss ich denn lang? Da krieg ich Damage, da kann ich nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Keine Ahnung. Ich vermute mal zum Anfang zurück, oder? Okay, ich lebe noch. Nein. Nein. Nicht zum Anfang zurück. Okay, scheiße. Dann habe ich absolut keine Ahnung. Vielleicht hier lang? Nee, das bringt ja nichts. Oder? Ja, wow. Bin tot. Cool. Okay. Dann stirb halt und verlier all deine Leben, an die du hart gearbeitet hast. Kannst du gerne machen. Ist ja nicht so, als würde ich sie brauchen oder so. Nee. Wo muss ich denn lang? Hoch? Maybe. Ja, hoch. Oh. Hätte man mir auch gar nicht sagen können oder so. Okay, muss ich jetzt lang? Nach rechts. Jetzt hier lang. Und jetzt abwarten. Hier muss ich chillen. Gut, dann geht's rüber. Hier das gleiche. So. Ach, come on. Wie hat mich das denn bitte noch getroffen? Das ist jetzt lächerlich. Langsam wird's echt lächerlich. Nein. Und jetzt? Jetzt hat sich irgendwas getan, was ich nicht gesehen habe. Heißt, ich muss mich jetzt wieder erkunden gehen. Schön. Ich mag es zu erkunden. Hier ist nichts. Vielleicht ist hier was. Hier könnte ich mir vorstellen, könnte man irgendwas hinbauen. Nö. Wo dann? Hier auch nicht. Warte, was? Warte, was? Okay. Okay. Okay, what the fuck ist das? Ah, aha. Okay, da kann ich nicht laufen. Okay, ah, cool. Ich muss ihn lang. Zack. Checkpoint, ich denke mal, der ist gut. Okay, ich lebe noch. Hätte ich erwartet, dass ich überlebe. Oh, es gibt zwei Wege. Oder wie? Aber oben rechts kommt man doch gar nicht lang. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man nämlich den Boden. Das ist ein schwarzer Boden, wo man lang gehen kann und wo nicht. Okay, das ist verwirrend. Okay. Aha. Okay, ich weiß nicht, wie man nach oben rechts kommt. Vielleicht geht das auch gar nicht. Seltsam, sehr seltsam. Oh, und nochmal was Neues. Nein, da kann ich nicht lang. Okay. Achso, ich muss warten, bis hier die Plattform kommt. Dann kann ich hier lang und dann kann ich hier lang und dann bin ich tot. Und dann gehe ich wieder zurück und dann gehe ich hier lang, kann ich hier lang, dann kann ich hier lang. Aha. So. Da kommen Fireballs, die wollen weggeschossen. Mag ich nicht. Das hier mag ich nicht. Oh, was? Ich bin weggerannt. Hallo. Come on. Lässt mir ja gar keine Zeit. Ich habe reagiert. Aber laut Game viel zu spät. So, take the elevator nach unten. Ah, what the fuck? So, ja, und jetzt? Wie komme ich jetzt ans Ende? Oh, okay, ich lebe noch. Ja, macht sie mal auf, ja? Jetzt ist sie auf. Okay, ich hab's. Nicht so wirklich ein Level, was ich mag. Ist nicht wirklich falsch mit dem Level, anders als hier. What the fuck sehe ich da? Hersey. Aha. Warte, was? Ich bin rechts?
was? Hä? Was? Achso, das ist alles eine Illusion. Das ist der richtige Weg. Aha. Okay. Das ist cool, aber man sollte irgendwie erkennbar machen, welches der richtige Weg ist. Okay, zumindest sind die Bullets hier sehr langsam. Dann habe ich zumindest genug Zeit. Okay, jetzt kann ich hier durch. Zack. Oh. Achso, das, was ganz kurz erscheint, ist der richtige Weg immer. Mhm. Ja, gut, das macht Sinn. Na, jetzt bin ich stuck. Jetzt nicht mehr. Und jetzt? Jetzt kann ich hier hoch. Aua. Was? Habe ich den falschen Weg gefolgt? Anscheinend. Laut Game, ja. Zeig nochmal bitte. Okay. Was habe ich falsch gemacht? Ach so, okay, ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Ja, ich habe den falschen Weg gefolgt. Okay, das ist meine Schuld gewesen. Kann ich nicht durch? Muss ich kurz warten. So. Und jetzt habe ich es. Okay, das ist ein ziemlich cooles Level. Das gefällt mir. So, und jetzt kommt das Finale. Wie viele Leben habe ich? 30? Habe ich 30 Leben? Ungefähr? Na, 28 halt. Okay. So, nach links. Nein, nein, nach links. Nach links. Links! Boah, diese scheiß Physics. Dieser verkackten Bomben, Alter. Die funktionieren nicht. Nach links, ja. Nicht nach... Boah, hoffentlich treffen die. Okay, ein paar haben getroffen. Ich lasse mich erstmal auf einen konzentrieren. So, der müsste jetzt tot sein. Er lebt noch, warum auch immer. Oh mein Gott, bin ich dem gerade... Oh mein Gott, bin ich dem gerade ausgewichen? Das allererste Mal. Das habe ich getroffen? What? Come on. Ja, nach jeder Attacke kommen Bomben. Das ist sehr, sehr schön. Obwohl diese Attacke richtig kacke ist, alles andere am Boss machbar. Achso, es ist jetzt die andere Version der Attacke. Welche auf langsam möglich ist. Ich mich aber jetzt nicht konzentrieren konnte, weil ich versuchen wollte, die Bombe rüber zu kriegen. Scheiße. Okay, ich habe zwei befreit. Zack, zack. Oh, das kriege ich nicht mehr in Zeit, rechtzeitig. Oder? 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 Doch, kriege ich. Nice. Okay, das ist eine Bombe. Falsche Richtung, Bombe. Du willst... Was? Ja, ich konnte mich auf die Attacke konzentrieren. War ja noch die andere bei mir. So jetzt. Scheiße. Trifft das überhaupt? Okay, es hat getroffen anscheinend. Aber nicht viel. Shit. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Leben! Ich liebe es zu leben! Mein Leben! Scheiße. Ja, dann noch ein Hit. LOL! Pff, habt ihr das gesehen? Was? Er ist nicht tot? Bist du nicht gestorben? Jetzt ist er tot. Okay, drei habe ich. Von. Also, ich habe mindestens die Hälfte jetzt. Vom, hoffentlich vom Boss ganz. Okay, nice, extra live. Okay, das läuft sehr gut. Das könnte das Finale sein. Das könnte das Finale. Nehme ich auf? Ich muss nachschauen, weil das ist jetzt wichtig, dass ich das aufnehme. Fuck. Oh. Warum ist der letzte schon freigesetzt? Okay. Okay. Bing, bong, 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 bing, bong. Dankeschön. Nehme ich sehr gerne an. Ich lasse mich jetzt hier nicht treffen. Ja, die Katze. Ich schiebe jetzt alles auf die Katze. Ist mir egal. Dieser Katzen-Medusa-Kopf. Keine Ahnung. Boom. Please. Boom, boom. Okay. Vielleicht nur noch einer, Leute. Und man kann hier wirklich einfach stehen bleiben. Okay. Wow. Ja, hallo. Boah, ey. Ich will was sehen können. Come on, dude. So. Okay. Ah, okay, die Attacke ist sehr schwer. Habe ich es geschafft? Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen transformieren. Okay!
Miau! Oh mein Gott, wir werden zum Transformer! Warum erinnert mich das ein bisschen an Sailor Moon? Go, go, go! Oh yeah! Muss ich jetzt spam? Maus spam? Ja, muss ich. Nein, muss nicht. Hä? Was? Wie bewege ich mich denn? Ach so, muss ich die ganzen Meteorite abschießen. Ah. Okay, ich verstehe es. Ich muss jetzt die ganzen Meteoriten abschießen, die auf mich zukommen. Scheiße. Okay, das ist komplizierter, als ich dachte mit den Meteoriten. Okay, das ist nicht so mein Cup of Tea. Alter, okay. What the fuck? So, ich muss das Schild kaputt machen. Eins ist kaputt. Das zweite ist auch kaputt. What the fuck? Was bist du denn? Okay, wow, der Mond greift mich einfach an. Wie viel Leben hat der? Hallo? Ja, wow, wie unfair. Wie mache ich den denn down? Ja, jetzt habe ich verloren, oder wie? What the fuck? Der geht nicht kaputt. Doch, geht er. Ja, ich muss mich auf den Mond die ganze Zeit konzentrieren, oder nicht? Okay, what the fuck. Hä? Ach, come on, ich habe ihn getroffen. Ja, und dann spawnen 10.000, wenn ich wieder respawne. Okay, das habe ich niemals. Das ist so unfair, dieser Kampf. Oh, fuck, da ist ein Mond. No! Kann ich nicht irgendwie schneller schießen? Ich kann nicht schneller schießen, das schießt automatisch. Ja, das Schild baut sich halt. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Spiel, willst du mich verarschen? Das Schild baut sich auch viel zu schnell wieder auf. Okay, jetzt ist das Schild kaputt. Hoffentlich für immer. Oder um. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht kaputt! Alter! Okay, der Kampf gefällt mir absolut nicht mehr. Es ist einfach zu fucking schwer. Kann sich ja gar nicht auf den Bosskampf konzentrieren. Ja, natürlich hat er jetzt wieder sein scheiß Drecksschild. Da, please. 5, 6, 7, 8. 8 Hits oder so braucht er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hits. Ja, jetzt erstmal die ganzen Meteoriten. So, jetzt. Scheiße, nein, nicht jetzt. Jetzt. Nein, nicht jetzt. Okay, das ist sehr stressig. Ich mag das nicht. Was? Okay. Okay, Schild ist down. Ich mache also vor allem noch so wenig Damage und ich muss die ganze Zeit auf diesen fucking Mond achten. Sein fucking Jamajoras Mask-Mond. Na, mach ich überhaupt Damage? Ne, mach ich nicht. Okay, das könnte Weile dauern. Vielleicht schalte ich es auch raus. Da, ja, bin tot. Wow. Cool. Fair und transparent. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Das dauert doch ewig. Fuck. Ja, voll fair, wenn 10.000 auf einmal spawnen. Ja, ich hab verloren. Cool. Jetzt rief mich jetzt auch noch. Nein, gut. Seht ihr, wie wenig Damage ich mache? Seht ihr, wie wenig Damage ich mache? Ich bin nicht mal bei der Hälfte und spiele schon irgendwie gefühlt eine halbe Stunde bei diesem Scheißkampf. Ja, und ich kann die Meteoriten manchmal nicht treffen, weil das Schild davor steht. Und weil das Schild wieder lieber anvisieren will.
Ja, ich mache kaum Damage. Ich habe keine Zeit, ihm Damage zu geben. Ich muss noch das alles andere anachten. Ja, und jetzt macht er sein Schild wieder auf, oder? Ja, spätestens jetzt. Ja, was soll ich machen, ey? Come on, der Bosskampf ist doch so eine Scheiße! So eine Scheiße! Wow, ist hier das Ding noch cool. Schöner Glitch. Ich würde sagen, ziemlich geiler Bug. Dieses Ding da oben links, das bleibt jetzt für immer. Weil das Spiel nicht gedacht hat, dass man ab diesem Punkt noch stirbt, aber... Okay, irgendwas ist faul. Musik ist anders und es sind gar keine Hindernisse, es ist nichts. Aber da ist ein Checkpoint. Was passiert, wenn ich den Checkpoint erreiche? Eine Stimme erscheint, mehr nicht. Okay, das ist spooky. Spooky, spooky. Das kann nicht sagen. Was? Ach wow, wo bin ich da jetzt gestorben? Okay, das ist sehr gruselig. Kann ich bitte einfach... Okay. Cool. Oh, Achievement Gesundheit. Ich habe 30 Leben. Ja, ich habe ein bisschen gefarmt. Wir sehen uns gleich wieder beim... Nein, sehen wir uns nicht. Neues Level. Ah. Cool. Keine Lust auf neue Level. Ich bin zum Boss. Letztes Level, was soll das hier? Ich will nichts mehr lernen. Hä, wie komm ich denn da durch? Oh, ich muss dann wieder hoch. So. Nein? Ach, come on, das ist ein Checkpoint gewesen. Was soll ich machen? Hier hin und dann? Okay, keine Ahnung. Ich habe den Checkpoint. Okay, hier kann ich stehen. Okay. Ach fuck, hab's nicht richtig gesehen. Och nö, jetzt verliere ich meine ganzen Leben, die ich brauche. Ich hatte 30 Leben. Oh, fick dich doch. Ja, das Herz geht jetzt auch weg von mir, ne? Ja, lustig. Ha, ha, ha. Spann dich, Junge. Okay, wo kann ich da stehen? Ganz drüben hier. Und jetzt? Okay, ich habe einen Checkpoint. Wo ist das Ziel? Links. Hier kann ich die ganze Zeit stehen. Och nö, was ist das denn jetzt wieder? Okay, hier kann ich stehen. Und hier auch. Okay, ich hab's. Okay. Ja, jetzt habe ich zwar keine 30, jetzt habe ich irgendwie genauso viel wie vorher. Na geil, ich weiß ja jetzt, was passiert. Ja, ich skippe das hier, das ist langweilig. Okay. Okay. Wir sind wieder an der Stelle. So. Ich habe alles richtig gemacht. Nur eine Sache falsch. Ich habe mich zu sehr... Oh, diese geile Animation, die geile Katze.
Ich habe mich zu sehr auf die Meteoriten und so konzentriert. Also beim Mond scheint es richtig zu sein, aber bei den anderen Dingern musst du mal warten, bis die sowieso erst ganz groß werden, auf dich zukommen. Zumindest habe ich das so bei anderen gesehen. Ich weiß nicht, ob die währenddessen ein Update gemacht haben, dass der Bosskampf viel schwerer wird. Und das Spiel hat ja zwischendurch mal ein paar Updates. Ich laber wahrscheinlich nur Müll. Egal. Yeah! Aber kann man wie schneller schießen? Weil irgendwie schieße ich ja viel zu langsam, oder habe ich das nur so ein bisschen Eindruck? Bam, 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 bam. Ja, okay, da konnte ich jetzt halt nichts machen. Warte, warum ist jetzt dein Schild weg? Warum ist dein Schild? Ah, jetzt ist dein Schild da. Eigentlich kann man schneller schießen. Ich weiß aber nicht wie. Ich drück alles, aber es funktioniert nichts. Ja. Absolut keine Ahnung. Okay, nee, ich glaube, den Bosskampf habe ich nicht. Ich mache immer das exakt gleiche. Ich kann nicht schneller schießen, egal was ich drücke. Ich drücke alles. Es funktioniert nicht. Geh doch kaputt. Meine Güte. So, jetzt muss ich mich auf den Mond konzentrieren, sonst killt er mich. Zack, 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 zack. Ja, wow. Ja, siehst du, jetzt hat er sein Schild wieder. Ich hatte doch gar keine Zeit zu reagieren auf irgendwas. Oh wow, sehr fair. Oh wow, sehr fair. Oh wow, Spiel, das war wirklich fair. Ja, was soll ich machen? Was ist das für eine Scheiße? Wie funktioniert dieser Boss? Okay. Okay, jetzt hält er sein Schild aber ziemlich lange weg. Okay. Oh fuck, ja, ich werde getroffen. Okay, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich treffen lasse, geht sein Schild wieder rauf. Wenn das so wäre, wäre das viel fairer. Als es so ist, jetzt gerade ist. Weil gerade hat das fair lange aufgehalten. Ich kann aber auch nicht richtig gut aimen hier. Was? Nein! Jetzt macht ihr die Mode, oder? Ja. Okay, die Hälfte ist weg. Aber ich habe nur noch 6 Leben. Und ich mache gar keinen Damage. Nein! Ich weiß nicht, woran es liegt, aber jetzt hält er mal endlich sein Scheißschild für viel länger offen. Aber ich konzentriere mich jetzt lieber auf die Meteoriten, weil ich will nicht sterben. Okay. Okay. Warum hat der jetzt wieder sein Schild auf? Das verstehe ich nicht. Warum? Warum hat der jetzt wieder sein Schild auf? Warum? Es ging viel zu schnell weg. Viel zu schnell wieder dran, das Schild. Whatever. Aber er visiert auch immer das Schild an und nie die Meteoriten. Die Meteoriten sind noch viel wichtiger zu zerstören. Oh mein Gott, das war knapp. Kommen die Monde bestimmt wieder? Ja, ich hasse die Monde. Ja, obwohl die sind eigentlich viel entspannter kaputt zu machen. Aber ich komme halt so nicht weiter. Oh, come on. Ja, wow. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr, auch wenn ich so weit bin. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommen die fucking Monde. Ja.
Ach, qual doch die Fresse mit deinem scheiß Dreiecksschild. Was soll der Bullshit? Keine Hobbys oder was? Denkst du, ich hab 10 Jahre Zeit für dich? Denkst du, ich hab Lust, jetzt 10 Jahre an diesem Bosskampf zu sitzen? Meine Kick, oder? Hab ich schon gesehen. Ich hab doch die Hand noch bekommen, aber jetzt ist knapp hier, Viktorin abzuwehren. Okay. Ich treff gar nichts mehr. Geh doch kaputt! Rumwackeln, sonst kann ich nicht aimen. Dankeschön. Ach, jetzt stirb doch endlich. Meine Fresse. Er ist fast tot. Please. Komm schon, please. Ja, verschenk! Ende der Zeiten. Das, meine lieben Freunde, war Puss. Mit dabei waren der Cerberus, die beste Schöpfung, links aka der Hund, hier aka Vaporwave Invader Mutterschiff, aka einfach nur ein Alien, die Priesterin, was auch immer das war, brandneues Super Jackpot Glück 777, Heeren der Meere, ich alle eigentlich gerne Shrimp. Baphomet und Ikarus und Zeinhorn und GC und Rick der Fisch und die Prinzessin und zu guter Letzt wir. Puss. Oh, das ist die Themes geil. Puss ist von Team Coil. Schöpfer? Ja, jetzt kommen die Credits. Ja, mein Fazit zum Spiel. Es hat mir Spaß gemacht. Das Spiel ist sehr frustrierend. Der Endboss kam, ich weiß nicht, ob da mein Spiel irgendwie verglitscht war oder so. Ich bin richtig ausgerastet, aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich fühle mich gerade sehr relieved, dass ich endlich durch habe. Ich würde das Spiel tatsächlich nochmal durchspielen. Vielleicht nicht den Endboss nochmal, das weiß ich nicht, ob ich darauf Lust hätte. Aber ja, ich mochte das Spiel sehr und ich weiß nicht, der Preis war irgendwie 10, 20 Euro, also unter 20 Euro um den Dreh, 16 Euro vielleicht. Puss liebt dich, oh süß. Ob es der Preis wert ist, müsst ihr euch selber überlegen. Bestimmt gibt es das Spiel auch auf Instant Gaming oder irgendwo billiger, keine Ahnung. Ich habe es mir, glaube ich, im Rabatt geholt für ca. 10 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Ich würde sagen, money well spent. Hat Spaß gemacht. War sehr, sehr frustrierend. Das ist halt kacke. Weil das ist so ein Spiel, das würde man eigentlich... Oh, jetzt kommt die Quill nochmal. Ja, kann ich ein bisschen reden. Ist halt so ein Spiel, das möchte man halt durchgehend spielen. Es ist kein Spiel, das schadest du mal eben und dann spielst du vielleicht eine... Ganz kurz. Okay. Ja. Das Spiel resettet sich ja ganz normal jetzt hier rüber. Man kann alles nochmal neu spielen. Das so gesehen, der Speicherstand. Man kann auch das Spiel, glaube ich, auch neu starten. Maybe, bin mir dann jetzt auch nicht sicher. Vielleicht geht's auch gar nicht. Aber ja, das soll's gewesen sein von Puss. Ich werde dieses Spiel bestimmt noch mal ein bisschen spielen, offscreen, wenn ich mal Bock habe. Vielleicht auch in einem Stream, falls ihr Bock habt. Und erwartet mehr Spiele von Katzen. Das ist das Einzige, was ich noch nachtragen kann. Spielst ja schön, sehr cool, sehr LSD-haft, aber auch sehr frustrierend. Bis dann und ciao, Freunde. Schön noch die Katze streicheln. Oh, und ganz wichtig, wir haben neue Skins bekommen.